Rafenstein, jetzt sind wir so richtig nostalgisch geworden. Bringen Sie uns irgendjemanden aus der besseren, aus der guten alten Zeit. Zu Befehl, Majestät. Aus der Rubrik Menschen, derer wir uns gerne erinnern. Die Schauspielerin Christine Schubert. Schneekugeln. Wie Pinguine, ja? Ja, ich hätte auch gern was anderes mitgebracht. Aber man hört, dass sie alles im Mistkübel haben. Das ist kein Mistkübel, das ist nur, da heben wir ganz bestimmte Sachen auf. Ach so. Also nicht lang, aber... Ja. Uns gefallen halt Schneekugeln, besonders die mit Pinguinen. Die haben wir nämlich noch gar nicht gehabt. Was Sie jetzt mitbringen wollen? Irgendwas aus meiner Vergangenheit. Da hätte man vielleicht eine Ausnahme gemacht. Blöd. Foto mit denen? Bewegliche Bilder. So alt bin ich auch nicht. Oh, oh. Was? Ein Foto von gestern, ein Film von gestern, oder was? Nein, nein. Nein. Schon länger her. Schon länger her. Sie hat ja viele Filme gemacht. Wie viele Filme hat sie denn überhaupt gemacht? Weiß ich nicht, 20, 30. Wirklich? Ja. So viele? Ja. Ja? Und wie ist sie zum Film gekommen überhaupt? Ja, es ist eine lustige Geschichte. Man hat für die Rolle Mutzenbacher. Da kommt man dem Geschenk schon sehr nahe. Reden Sie noch weiter. Da hat man ein kleines Fussel gesucht, weil man damals Kinder nicht spielen lassen durfte und die Josefine Mutzenbacher, Pepperl genannt, hat ja immer den Leuten zugeschaut. Ja. Und da hat dann der Karli Spies, der Produzent ist von dem Film, zum Regisseur gesagt, du, die Schube, die hat so kleine Füße. Na, und bin dorthin gekommen und die haben gesagt, Schuhe ausziehen. Haben wir mir gedacht, das ist eine komische Rolle. Habe ich meinen Fussel hergezeigt. Komische Rolle, die wollen gar nicht, dass ich meinen Hocker ausziehe, gell? Das erste Casting, wo nicht... Ich schwöre es. Ja? Dann haben sie gesagt, der Fuß ist perfekt und ich habe die Rolle. Dann haben sie Probeaufnahmen gemacht, ich weiß nicht mit wie vielen, und dann sind sie auf die Idee gekommen, vielleicht nehmen wir das obere auch. Und so bin ich geworden. Den Fuß würde man gern sehen. Bitte schön. Sind nicht sehr groß und nicht sehr dick. Schaut, dass wir kein Fußfetischist sind. Sind Sie nicht? Nein, leider. Sind Sie nicht, natürlich. Das ist ein Foto von der Mutzmann. Schau. Aha. Wer ist das, Seifenstein? Ich! Ja. Am Fuß hätte man sie jetzt erkannt, aber so. Ja. Verzeihen Sie, Eure Majestät. Ja. Aber in 40 Jahren wird man Sie auch nicht mehr erkennen. Seifenstein, wir haben ein paar Filmtitel. Was hat Sie denn außer der Mutzenbacher noch gespielt? Majestät, da hätten wir unter anderem Sünde mit Rabatt, das Liebeskarussell, komm, zieh dich aus, Puppe. Pudelnackt in Oberbayern. Das stimmt. Alle Kätzchen naschen gern. Nein. Das stimmt alles nicht. Na, da gibt es eine Schauspielerin, die ist Karin Schubert. Und wenn man googelt, findet man unter meinem Namen die Filme auch von ihr. Aha. Aha. Aber da stehe ich drüber. Ich weiß ja, was ich gemacht habe. Ja, und was war das zum Beispiel? Zum Beispiel Fummeln wie gelernt sein. Das habe ich gemacht. Du warst ganz was anderes. Ja, ist was ganz was anderes.
sehen wir gerade. Das ist. Naja, jetzt sehe ich mit. Jetzt erkennen wir sie am Fuß, erkennen wir sie jetzt. Das ist ja was ganzes. Das ist ein Film, da geht es um die knallharte Abrechnung mit der postmodernen Beliebigkeit. Das ist ein. Ja, aber jetzt zeige ich Ihnen nicht, ob der Popo noch dasselbe ist. Das kann ich. Na, den Popo wollen wir nicht sehen. Also jetzt. Das ist ja ganz Ding, nicht? Wir sagen so Popcorn, nach der Audienz schauen wir uns das an. Fummeln will gelernt sein. Ja. Ich habe die Titel nicht gemacht. Was macht's denn jetzt für Filme? Ich mache überhaupt keine überhaupt Filme. Überhaupt nichts mehr? Welche? Eigentlich mache ich gar nichts mehr. Vor zwei Jahren habe ich aufgehört zu arbeiten. Habe 10 Jahre vorher in Berlin eine Serie gemacht. Ja. Auch sehr interessant. Frauenknast hinter Gittern. Das hat man dann abgesetzt. Ja. Und ich als gelernte Österreicherin dachte, ich komme nach Wien und alles wartet nur auf mich. Alle Türen zu. Und jetzt haben wir mal was gedacht. Wir sind jetzt gerade nicht überrascht. Sie haben doch ein Hoftheater, oder? Nein, haben wir nicht. Das ist ein Hofballett, das weiß ich, aber Sie haben doch auch ein Theater. Nein. Habe ich mir gedacht. So was haben wir nicht. Kein Platz für mich, gell? Ja. Nein. Aber sehen Sie, sie ist ja hin und wieder in den Seitenblicken zu sehen. Sie wird ja immer noch eingeladen zu großen Festen. Ja, da haben wir sie einmal gesehen, Seifelstein. Da haben wir Bildmaterial, oder? Hofbittsteller, bitte. Es ist so langweilig, Menschen hinterm Steuer zu sehen in einem Ferrari und sagen, das ist schön. Ich sage, ich möchte wissen, wie fühlt sich ein Koffer im Ferrari? Ich Koffer fühle mich sehr gut in dem Kofferraum. Auch nicht. Ich weiß. Aber es sind immer so blöde Fragen. Na, da war die Antwort ein bisschen deppert. Mein Anzug ist wie ein Koffer, das stimmt schon. Also es war. Sehr nett. Nein, das. Es war sicher nicht. Es war. Puh. Ehrlich? Ja, also jetzt kann uns keiner vorwerfen, dass wir unser Geld nicht redlich verdienen. Es war. Ja, vielleicht findet man irgendein anderes Auto, wo sie noch nicht im Kofferraum gesessen ist, sei verstanden. Ja. Und das schickt man ihr und mit dem soll sie jetzt rausfahren. Sie darf sich zurückziehen, aber sie muss auch ein bisschen brav sein.